So, moin. Wir machen zwei Videos draus. Einmal die Bedienung, einmal das Waschen. Also, wir haben hier ja eine Miele, W1, 8 Kilo. Normales Display, Programme, Eco-Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäschewolle, Oberhemden, Mobile Start, Quick Power Wash, Dunkles, Baumwolle, Hygiene, bla 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 und noch weitere Programme. So. Wir fangen am besten mal an mit weitere Programme. So, da haben wir nämlich hier folgende Einstellung. Wir haben noch das Programm Seide. Wir haben noch das Programm Outdoor Express 20. Wobei das eigentlich fast wie das Powerwash ist oder was. Express 20 haben wir da noch. Sportwäsche. Automatik Plus. Nur spülen und stärken. Pumpen schleudern, Trommelpflege, die Einstellung der Waschmaschine, genau. Machen wir direkt weiter mit den Einstellungen der Waschmaschine. Nämlich, wir haben die Sprache, im Hintergrund läuft übrigens der Trockner, nicht irritieren lassen. Wir haben halt die Summa-Lautstärke, den Tastenton, den Begrüßungston, den Verbrauch, PIN-Code-Eingabe, Einheiten für den Verbrauch, Helligkeit-Displays, Anzeige dunkelschalten beim Waschen. Ich habe es dauerhaft angelassen. Programminfo anzeigen, ob es angezeigt werden soll. Programm und Beladung halt. Ja, nein, ob man es braucht, ich weiß es nicht. Oder der Programmname nur. Ich mache einfach nur mal den Programmnamen, weil den anderen Kram brauche ich nicht. Hier kann man ein paar Memories abspeichern. Vorwaschzeit kann man einstellen, die Einweichzeit. Schongang, nein, brauchen wir nicht. Wir haben die Temperaturabsenkung, die wir auch nicht brauchen. Wasser Plus ist sehr interessant. Bei Wasser Plus kann man einstellen, dass nur zusätzlich Wasser dazu gemacht werden soll. Oder Wasser mit oder zusätzlichen Spülgang beim Drücken der Taste. Oder zusätzlich Wasser und ein zusätzlicher Spülgang. Ja, also drei Optionen. Ich habe das Ding einfach stehen auf zusätzlich Wasser, mehr brauche ich nicht. Und noch geiler ist das Niveauwasser Plus. Hier können wir nämlich einstellen, mit wie viel Wasser sie waschen soll. Bei den anderen Mielen immer das Problem, ich fand, die haben viel zu wenig Wasser drin gehabt. Das ist meine Meinung. Wenn ihr anderer Meinung seid, okay, darf sein, ich fand zu wenig. Ne? Man kann hier einstellen, normal, plus 1, plus 2, plus 3. Ich habe es auf plus 3. Das ist für mich Waschen, genau. Wir haben das maximale Spülniveau. Das habe ich in der Tat auf Aus, weil sie spült trotzdem mit krass viel Wasser, also braucht man nicht. Laugenabkühlung braucht man nicht. Niedriger Wasserdruck habe ich nicht, brauche ich nicht. Knitterschutz, ja, Knitterschutz habe ich an. Warum habe ich ihn an? Keine Ahnung, damit sie sich halt einfach weiter dreht. Ja. Miele at Home, funktioniert super, die App. Die Fernsteuerung funktioniert, Smart Grip brauche ich nicht. Remote Update macht er über die App. Genau, das erstmal zu den Einstellungen. So, machen wir also mal aus. Ich habe den Begrüßungston sogar auch ausgemacht, der geht mir nämlich auf den Sack. So. Ach ne, den Endton habe ich ausgemacht. Oder habe ich beides ausgemacht? Nein, den Begrüßungston habe ich an. Das habe ich nicht an. Und den Endton habe ich nicht an. Genau. Ja, Standard-Baumwolle-Programm. Steht bei 3 Stunden 9. Kann man im Eco-Modus nochmal auf 3 Stunden 36 pushen. Voll geil. Wasser Plus kann man anwählen. Man kann aber auch einfach mal eine Schnellwäsche machen, die machen wir nachher. Single Wash hat er für ein paar Teile, maximal 1 Kilo und so. Weiß nicht, ob da auch noch kürzer geht, geht nicht. Eco geht auch nicht. Ja, vorbügeln kann so ein bisschen, ob man es braucht, weiß ich nicht. Man hat hier noch Extras, Vorwäsche, Einweichen, Intensiv, extra leise, extra schonend, Allergo Wash, zurück. So, grundsätzlich. Wenn die Trommel nicht voll beladen ist, dann geht die Zeit runter auf 2 Stunden 30. Also sie hat Mengenautomatik, ja, und die Mengenautomatik
klärt dann halt nach dem Start, nachdem die Wäsche eingeweicht ist, wie viel im Endeffekt überbleibt von der Waschzeit. So, meistens geht es da auf 2 Stunden 30. Wenn halt mehr drin ist, bleibt es halt bei 3 Stunden 9. Aber ich finde es ehrlich gesagt noch geiler, wenn man noch den Eco-Modus anreißt auf 2 Stunden 36. Warum finde ich Eco-Modus geil? Nicht, weil er weniger Strom oder Wasser verbraucht. Nein, das wäre schlecht. Wasser kommt trotzdem richtig viel rein. Sondern weil ich es einfach geil finde, dass sie so lange wäscht. Genau. Ja, ansonsten haben wir hier halt pflegeleicht. Also es ist halt einfach alles, ja, jeder kennt die einzelnen Programme, gehe ich mal von aus, gibt da nichts Besonderes jetzt einzustellen oder so. Ich habe die Einstellung erstmal so mitgeteilt. Am wichtigsten finde ich halt die weiteren Programme mit dem Wasserniveau und so. Das finde ich ziemlich geil. Oh, wir haben hier halt den Einspülkasten, Standard Miele. Weichspüler hätten sie besser machen können, da bleiben halt immer so ein paar Ränder, ne? Spült nicht richtig aus. Hatte ich aber bei jeder Miele gehabt, ist aber auch egal. Ein Trockner, eigentlich brauche ich gar keinen Weichspüler, können wir immer offen lassen. Jo, was fällt mir zur Trommel ein? Also, genau. Mir fällt dazu ein, dass sie keine Trommelbeleuchtung hat für den Preis. Ich weiß nicht, braucht man eine Trommelbeleuchtung? Ja, braucht man. Eine Trommelbeleuchtung wäre geil, wenn sie auch während des Waschens an ist. Weil ich finde Waschmaschinen halt geil und ich finde halt auch geil, wie sie waschen. Und mit Licht drin wäre das noch eine Runde geiler. So, nice to have ist Trommelbeleuchtung. Hat die nicht, weiß ich nicht. Ja, braucht man. Aber ich brauche sie vielleicht auch nicht, ich habe keine Ahnung. Weiter oben sieht man dann halt den Wassereinlauf und die Düse für den Powerwash. Den Powerwash werdet ihr nachher noch sehen. Fand ich immer ein bisschen Krempel, weil er am Anfang echt wenig Wasser reinmacht. Weil Sinn der Sache ist, die Wäsche zu durchfeuchten. Ja, und das werdet ihr aber noch selber sehen. Momentan funktioniert es ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob es da Veränderungen gab, Software-Updates oder sonst irgendwas. Bei mir hat er nur ein WLAN-Update gemacht. Aber es funktioniert zumindest, wenn man sie nicht ganz voll kloppt. Genau. Ansonsten während des Waschens funktioniert das Powerwash-System ziemlich gut. Sie schleudert auch während des Waschens leicht an, damit die Wäsche schön durchgenässt wird. Also das funktioniert echt mega gut. Es kommt eine geile Schaummenge rein. Ja, Samsung hat da Active Schaum. Miele macht es auf die Art und Weise. Finde ich mega gut. Die Wäsche kommt geil riechend raus. Finde ich auch geil. Nachdem sie aus dem Trockner rauskommt, nicht mehr geil. Ja. Was hat sie noch? Sie hat hier unten logischerweise einen Wasserfleck. Oh mein Gott. Sie hat hier unten zwei Pumpen. Eine ist die Laugenpumpe, eine ist separat für den Powerwash. Muss ich ganz klar sagen, man hätte die Pumpen im Brushless-Verfahren bauen können. Dann wären sie nämlich unhörbar gewesen. Bosch hatte nämlich eine Brushless-Laugenpumpe drin. Die hast du echt gar nicht gehört. Ja, also die war am Pumpen, Machen und Tun. Da hast du nichts gehört. Das finde ich schade bei Miele. Vielleicht kommt das ja mit der neuen Generation. Die neuen Maschinen sollen nach der CES 23 rauskommen. Nach Ostern. Das ist die Information, die ich habe. Die kommt von Miele. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil dann gibt es neue Waschmaschinenvideos. Ja? Und vielleicht mal geilere, neuere Technik, weil ich stehe voll auf Technik. Ich stehe aber auch auf simple Waschmaschinen. Also sie tut das, was sie soll, waschen. Und was ich noch geil gefunden hätte, wäre vielleicht so ein, Alter, ich habe zu viel Schaum drin, ne? Muss mal gucken, dass das irgendwie so im Display steht. Sie zeigt es danach an mit Dosierung prüfen. Ja, ist zu viel Schaum drin, haut sie noch zwei Spülgänge mit rein, um den Schaum loszuwerden. Verlängert sich natürlich die Waschzeit. Was soll ich sagen? So ist das. Ich habe hier so einen Haufen, ja, was soll ich sagen, schwarze Wäsche. Wir waschen nachher mal schwarz. Ist alles mal so durcheinander. Ist Bettwäsche mit schwarzen Klamotten. Kommt ein bisschen Schwarzwaschmittel rein. Ja, ist auch scheißegal. Soll es nichts Hypergeiles werden, sondern einfach nur mal ein Waschgang und so. Und genau, es könnte ein bisschen später werden, weil ich muss noch auf Amazon warten. Ich will auf die Karte gucken, ich filme mit dem Handy. Ja, hab keinen Bock, hier einen PC im Badezimmer aufzubauen, wegen sowas. Ja, den Wasserverbrauch kann man auf über 100 Liter pushen, ist gar kein Thema. Ist mir aber halt auch egal, ja, was Strom und Wasser hier kostet, weil zahle ich nicht.
Ja, sieht vielleicht anders aus, wenn ich es zahlen müsste, zahle ich aber halt nicht, ist halt einfach so. Genau. Ich würde dann sagen, bis später erstmal. Ich muss, wie gesagt, meine Amazon-Lieferung abwarten. Ich muss auf die Karte gucken. Ich brauche das Handy. Ich muss meine Familie noch abholen. Die gucken gerade Avatar 2. Ich bin nicht dabei. Warum? Keine Ahnung. Brauche ich eine Waschmaschinenfilme. Genau. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem Video. Und wir hören uns auf jeden Fall später. Bis denne!